Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Buch, Koran, sagt: und dir dein Ansehen erhöht. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt, und Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Frieden sein auf ihm, sein Gefährten, sein Angehörigen und all denen, die ihm bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Unser Thema von heute geht um ein sehr wichtiges Thema, und zwar die Segenswünsche für den Propheten Mohammed. Verehrter Muslime, Allah hat für das Prophetentum die besten Männer ausgewählt und besonders den letzten dieser Propheten, der Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Mohammed hat sein ganzes Leben, hat uns sein ganzes Leben gewidmet. Seine Taten, seine Aussprüche, nicht nur auch in diesem weltlichen Leben, viel mehr, auch im Jenseits aller Menschen dieser Welt, werden in diesem schwierigen, gewaltigen Tag suchen nach der Rettung sich selbst. Aber nur er sucht nach der Rettung seiner Gemeinschaft. Alle Menschen werden sagen, Nafsi, Nafsi. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in diesem gewaltigen Tag: Ummati, Ummati, meiner Gemeinschaft, meiner Gemeinschaft. So ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er bemüht sich für uns. Deswegen lieben wir ihn sehr. Allah, der Erhabene, sagte im Koran: Gewiss, Allah und seine Engel sprechen Segen über den Propheten. O ihr glaubt, sprecht über ihn Segen und grüßt ihm mit gehörigem Gruß. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch: Einer von euch hat nicht richtig geglaubt, bis dass ich ihm lieber bin. Als sein Vater und seine Kinder und alle anderen Menschen. Verehrte Musliminnen und Muslime, ihren Propheten zu lieben, ihn zu ehren, ihn als Vorbild zu erachten und sich ihm verbunden zu fühlen, ist den Muslimen
Ein Gebot. Ein Gebot der religiösen Identität und Moral. Die Segenswünsche für den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam gehören zu umreichen Gehorsamkeiten, gehören zur gewaltigen Ernährung und gehören auch zur vollständigen und erforderlichen Liebe mit der Liebe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt immer das Gute. Ihm gegenüber Wertschätzung und Verehrung und auch Verrichtung seines Rechts. Die Segenswünsche für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben viele Tugenden und Gnaden im Islam. Ja, erstens das Nennen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Zeichen für die Wahrheit und Aufrichtigkeit der Liebe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er liebt uns und er gibt alle seine Kraft, alle seine Mühe. Deswegen ist es eine einfache Reaktion von uns, dass wir ihn lieben. Dass wir ihm auch danken, ihn auch nennen und erwähnen. Und umgekehrt, derjenige, der das nicht auch macht, ist geizig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Geizige ist derjenige, in dessen Anwesenheit ich erwähnt würde. Und er spricht er nicht oder keinen Segen über mich. Zweitens, das Erwähnen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Grund zur Barmherzigkeit von Allah, Gnade von Allah, Huld von Allah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Segen über mich spricht, einmal spricht, wird Allah über ihn 10-mal Segen sprechen. Dies bedeutet die Barmherzigkeit von Allah, auch die Gnaden von Allah, die Guten von Allah kommen damit. Auch drittens, mit dem Erwähnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt immer die Barmherzigkeit auf die Sitzung. Der Prophet sagte, die Sitzung, in der der Name Allah nicht erwähnt und meinen Namen nicht gesprochen wird, ist eine Reue. Nimmt Allah oder nimmt sie Allah an oder bestraft sie? Viertens, das Erwähnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ist auch ein Grund zur Vergebung der Sünden und Vergebung der Fehler, auch zur Erhöhung der Stufen im Paradies. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer Segen über mich einmal spricht, wird Allah über ihn 10-mal Segen sprechen. Und 10 Sünden versöhnt. Und 10 Stufen im Paradies erhöht. So ist das Erwähnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch das ist ein Grund zur Vergebung oder der Bitte um Vergebung durch die Engel. Auch die Engel. So lehrt uns der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er sagte: Der Muslim, der den Segen über mich spricht, würden die Engel über ihn Segen sprechen. Auch das Segen oder das Erwähnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Grund zur Verbitte im Jenseits. Der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Meiner Verbitte würde ich für die Großsündigen meiner Gemeinschaft einlegen. So macht der Prophet mit denjenigen, die großsündig sind. Was lässt dich wissen, was er sallallahu alaihi wasallam mit den guten Menschen? Natürlich machte er so viel damit, da er uns liebt. Alles Lob gehört Allah, dem einen, und Segen und Frieden seien auf unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Verehrte Muslime, unsere Liebe zum Propheten können wir Ausdruck verleihen, indem wir versuchen, mit all den Seiten ihn näher kennenlernen, mit seinen Namen reichlich erwähnen, mit seinem Gedanken gut, richtig verstehen, seiner Sunna auch folgen. Das oder der Segen auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schützt den Muslimen vor Sorgen und vor Sünden. Ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Propheten Muhammad, dir und dir widme ich all meine Segen. Da sagte der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Und auf dieser Seite wirst du von deinen Sorgen befreit und würden deine Sünden freigesprochen. Einer Verkündigung
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhöht unseren Segen auf ihn. Er sagte: Allah hat die Engel, die die Erde durchstreifen, um mich über diejenigen zu informieren, die Segen über mich sprechen. Auch er sagte, sallallahu alaihi wasallam, spricht viel Segen über mich, spricht viel Segen über mich, denn Allah hat mir einen Engel in der Nähe meines Grabs gegeben. Wenn einer aus meiner Gemeinschaft Segen über mich spricht, so sagte er zu mir: O Muhammad, in diesem Moment spricht jemand Segen über dich. Deswegen sollen wir unseren Segen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vermehren, damit wir Wohlgefallen von Allah bekommen und die Annäherung von seinem Propheten im Paradies auch bekommen. Ich beende meine Predigt mit dem Bittgebet. O Allah, O Allah, O Allah, wir bitten dich und wenden uns mittels deines Propheten Muhammad, dem Propheten der Gnade, sallallahu alaihi wasallam, an dich, O Muhammad. O Muhammad, mittels dir wenden wir an unseren Schöpfer, einzigen Schöpfer, damit unsere gute Anliegen in Erfüllung gehen und unser Kummer wird aufgehoben. Amen.